Hallo Mögis! Wir sind's wieder, die Porzellanzerstörer. Herzlich willkommen zum zweiten Video, das in der Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung entstanden ist. Und willkommen zur Food Challenge, denn ihr hattet im letzten Video die Wahl und 20.000 Leute von euch haben mitgemacht. 20.000 Leute knapp. Und wir haben hier schon einiges aufgebaut. Der gute Nico hinter der Kamera, der hat uns nämlich ein paar eigentlich leckere Lebensmittel besorgt. Ey, ich bin richtig geil auf alles, was hier steht. Alles. Ich ja, aber einzeln. Und wir werden euch heute demonstrieren, was passiert, wenn man nicht mitwählt, sondern die Wahl anderen Leuten oder in dem Fall Würfeln überlässt. Und jeder von uns würfelt jetzt zweimal und kombiniert dann die Gerichte. Oh, Katzenfutter, Alter. Erste Runde, Jungs. Bis einer heult. Die 9! Plus die 6. Ja, dann viel Spaß, ne? Mit ein bisschen Senf und einer Reiswaffel. Jetzt fragt sich der ein oder andere, sag mal, Malte, was hat denn das eigentlich mit Wahlen zu tun? Ich habe ja keine Wahl mehr. Macht es nicht so wie Moon, ich. Viel Spaß. Ich bin... Mir sind gerade, glaube ich, 2-3 Nasenhaare weggebrannt. Ich glaube, das ist der extra scharfe Senf. Mm. Also ich mag Reiswaffeln und ich mag Senf. Die Kombination würde ich nicht jedem empfehlen von euch. Also wenn ihr die Wahl haben solltet, trefft eine bessere. Nicht so. Ew, hier, da. Dankeschön. Ew, danke. Runde Nummer 1 für Mu. Eine 10. Ich weiß, was die 10 ist. Das ist die 10. Ist es... Ich weiß nicht, was die 10 ist. Ist die 10? Ist die 10, guck mal, das ist hier die Limo. Oh, ich nehme einfach einen neuen Becher und ich fülle gerade mal um. Falls... Nee. Das ist jetzt der komplette Becher für mich? Ja. Okay. Eine 8. Ew, da vorne! Ich nehme mal so einen guten. Oh. Was ist das? Ich möchte ja wirklich dazu nochmal sagen, Leute, macht euch keine Sorgen, ja, wir schmeißen die Sachen nicht weg. Wir werden nie wieder in dieser Kombination. Oh, was ist das denn? Französischer Käse. Das ist also. Der gute französische Käse. Ich rühr's mal rein. Mit der Limo. Man, da bin ich aber gespannt, wie das schmeckt, du. Oh, Das sieht schon absolut fantastisch aus. Oh, mir ist gerade ein bisschen schlecht geworden. Kann ich eine Serviette haben, bitte? Nee, die sind leider aus. Da ist noch ein bisschen was an der Schnute. Eine 8. Eine 7. Ah, stimmt. Schweinskopfsülze. Ich nehme die 11. Schade. Dann nehme ich die 3. Ach, war ein Viertel, wenn ich auch noch was habe. Du schaffst das. Ja, ich wollte das nur nicht so auf die Kamera machen. Ah, drück. Also Limetten finde ich halt richtig geil. Ich bin auch schon richtig feucht, wenn ich das sehe. Es hat draußen geregnet, okay? Da hatte ich auch keine Wahl, dass ich heute zweimal komplett im Regen komplett nass wurde. Ich bin so ein bisschen... Soll ich dich in den Arm nehmen? Komm her. Sieben? Sag mal, kannst du nicht rechnen, Junge? Will ich nicht beleidigen? Guck mal hier. Ich helfe dir sogar. Sieben? Ist das... Also... du hast aber richtig den Hauptgewinn. Prost. Schmeckt gut? Mm-mm. Das tut mir aber leid. Soll ich dich in den Laden nehmen? Okay, dann nicht. Oh mein Gott. Wir machen diesmal machen wir 4 Dinge, okay? Bist du dabei? Wir machen einfach 4 Sachen. Los geht's. Okay, diesmal wird's eine Riesenkoalition, Jungs. 7. Nein.
Was ist das? Nein! Die Elf? Das ist Thunfisch. Ew! Schweinskopfsülze mit Thunfisch. Na, bis jetzt klingt das doch geil. Fünf. No, der Fisch! An jedem anderen Tag hätte ich kein Problem mehr mit ihr zu essen, aber nicht in dieser Verbindung mit Thunfisch und Schweinskopfsülze. Zum Ende hin kommt natürlich noch die... Das wäre nicht passiert, wenn ich gewählt hätte, Jungs. So, vier. Guck mal, einen guten Schokoriegel da oben drauf. Das sieht doch geil aus, oder? Nee, das kann ich mir nicht ansehen. Oh nein! Vielleicht ein Fehler, dass wir davor essen gegangen sind. Wow. Mir war in meinem Leben noch nicht so schlecht, weil ich was im Mund hatte. Ach, warum die ganze Zeit? Neun? Der selbst. Oh Gott. Vier. Also bei den Limetten hätte ich nichts dagegen eigentlich. Zehn. Oh, die Warte, zwölf. Das ist Kakao. Guck mal, ein gutes Kakaopulver, Mensch. Wie in einem Bistro, okay? Schau ich das mal, das ist ein Kunstwerk, was ich hier gemacht habe. Ich meine, wenn das jetzt nicht Schweinskopfsülze unten wäre, wäre das absolut okay. Also, ich finde das voll, also... Es sieht schön aus. Oh, komm! Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ich will dir nicht zu nahe treten, ich bin mir nicht sicher, ob du weißt, wie man isst. Du musst dir halt überlegen, das ist ein Schweinskopf. Ein Kopf von einem Schwein. Mu und ich, wir haben ja sowieso keine Wahl, weil wir haben ja nicht mitgewählt. Deswegen können wir uns nicht beschweren. Und ja, wir nehmen jetzt einfach alles, was noch da ist. Geil, Proteine. So, dann, damit der Kakao ein bisschen besser sticky bleibt, ja, damit er besser klebt. Genau, jetzt machst du ein bisschen Kakaopulver drüber. So. Und dann Creme Fraiche, die hatten wir auch noch nicht. Frag mich halt nur, wie es schmeckt. Vermutlich nicht so gut. Ja, liebe Leute, in der letzten Runde hatten wir dann tatsächlich keine Wahl mehr, weil Nico uns ein Kunstwerk gebaut hat. Diktatur? Warum machst du hier die Rose? Das war unser Video zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Erstmal vielen Dank für die Unterstützung und für die Möglichkeit, hier ein bisschen Spaß mit euch zu haben und trotzdem euch die Message zu verbreiten, dass es extrem wichtig ist, wählen zu gehen. Und ob ihr wählen geht oder nicht, ist natürlich euch überlassen. Mu und ich machen das Ganze auf jeden Fall und zwar per Briefwahl, weil wir zurzeit in Tokio sind. Geht also auch, wenn man ein bisschen faul ist und nicht rauskommt. Na, ein bisschen Schweinskopfsülze im Bad. Ich hatte keine Wahl.